Willkommen zurück, liebe Freunde, hier auf Phuket 24 Hours, eurem Urlaubschannel hier aus Thailand, genau gesagt aus Phuket, und wir sind nach wie vor in Kamala und heute mit einem ganz speziellen Gast, da freue ich mich richtig drauf. Er hat auch unmittelbar damit was zu tun, dass ich heute hier in Thailand sitze, aber dazu kommen wir dann später noch, und zwar ist es der Chris. Er nennt sich Chris Thailand, hat einen eigenen YouTube-Channel, informiert in Deutschland viele, viele Menschen, die Interesse haben, nach Thailand zu kommen, hierher auszuwandern oder eben auch nur Urlaub zu machen. Also ein toller Kanal. Und wie gesagt, ich freue mich, dass er jetzt hier online aus Deutschland zugeschaltet ist. Servus, Chris. Hallo, Pico. Grüß dich und hallo zusammen, liebe Community. Danke für die nette Vorstellung und ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich hier in dein neues oder wie auch immer Format eingeladen hast. Und ich freue mich auf einen interessanten Talk mit dir über dies und das. Ich weiß selber noch nicht so genau, was mich erwartet. Ich bin gespannt. Viel Spaß dabei. Da geht es uns beiden genauso. Ich habe jetzt auch keine große Vorbereitung, aber vielleicht nochmal, um den Zuschauern die Information zu geben. Ich habe damals vor ungefähr 6 Monaten, wo ich mit dem Gedanken gespielt habe, hier nach Thailand, nach Phuket zu gehen, natürlich auch Informationen gebraucht, bin dann auf YouTube auf deinen Kanal gestoßen und habe mir da eigentlich regelmäßig deine Infos angeschaut. Und ja, letztendlich bin ich jetzt heute hier, hat wie gesagt sehr, sehr viel auch mit dir zu tun, möchte natürlich auch den Mario, helfen wir mal, wie nennt er sich, der Kanal, der Schweizer? In Mailand, Thailand. Mailand, Thailand, genau, der Mario aus der Schweiz, den Kanal möchte ich natürlich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren, also auch da sehr, sehr tolle Informationen bekommen, genauso wie vom Dieter, 30 Jahre Thailand und die Mok-Familie, aber lass uns zurück zu dir kommen. Ich habe da tolle Informationen bekommen und habe jetzt auch auf deinem Kanal gesehen, du warst in Thailand unterwegs, richtig? Ja, genau, wir sind jetzt seit knapp einer Woche wieder zu Hause. Die Zeit, die rennt. 3 Wochen waren wir in Thailand. Ich kann jetzt auch ein bisschen über Phuket mitreden, war nämlich das erste Mal dort. Und deswegen habe ich jetzt ein kleines bisschen Phuket-Know-how. Und ja, was soll ich sagen? 3 Wochen sind im Flug vergangen über die Sandbox. Eine ganz wilde Geschichte. Also ich war jetzt ja nicht das erste Mal in Thailand. Und das war mir auf jeden Fall auch mal was Neues. Dieses ganze Einreiseprozedere über die Sandbox und was da alles so erwartet wird und so. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert, war aber dennoch, kurz schon mal vorab genommen, eine schöne Zeit in Thailand. Wir hatten einen schönen Urlaub gehabt. So viel kann ich schon mal sagen. Möchtest du unseren Zuschauern mal so ein bisschen das ganze Vorab-Prozedere, was du hattest, um dann letztendlich herzufliegen? Wie war das im Vergleich zu vor Covid? Ja, im Nachhinein betrachtet kann man immer sagen, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Jetzt weiß man, was man zu tun hat, wenn man den Thailand-Pass etc. beantragt. Aber in dem Moment, wo man das dann alles so brauchte mit der Versicherung und so, muss ich gestehen, habe ich persönlich die Krise bekommen. Also meine Frau hat mich da wirklich sehr unterstützt, auch mit Pässen auf Thailändisch und hast du nicht gesehen, hat sie ja auch sehr viel gemacht. Aber ich habe mich halt um Sachen wie die Versicherung gekümmert, um das nur als Beispiel zu nennen. Und da muss ja alles Mögliche drinstehen, was die da haben wollen. Sprich für Thailand mit der Versicherungssumme. Und alleine da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal mit der Versicherung telefoniert, bis die mir einfach das richtige Schreiben geschickt haben. Und ich bin so ein Typ, ja, das ist mir einfach zu stressig, dann so ein Theater. Musste man jetzt aber nun mal durch. Und am Ende hat es auch unterm Strich recht easy geklappt. Aber in dem Moment war ich schon wieder, boah, warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Nur das als Beispiel zu nehmen. Alles andere hat wirklich leicht geklappt. Der Thailand-Pass ging super durch. Die Hotelbuchungen gingen super durch, die kamen uns da auch sehr entgegen. Wir waren übrigens im Amari Patong, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Nur Werbung, aber ist ein gutes Resort-Hotel. Und ja, ist alles ein bisschen wild, aufregend gewesen. Man war doch bis zum letzten Tag noch am Zittern. Man musste ja auch vor Abflug noch einen PCR-Test machen. Den haben wir dann in Düsseldorf am Flughafen gemacht. Und ja, irgendwie war es eine leichte Zitterpartie. Also es war anders als sonst. Ihr seid dann auch, so davon gehe ich jetzt mal aus, direkt nach Phuket geflogen und habt in Phuket praktisch die Sandbox gemacht, oder wie war das bei euch? Genau, also dazu auch nochmal ein kleiner Schwenker. Ich weiß nicht, viele vielleicht, die das Video von meinem Kanal gesehen haben, haben die Geschichte vielleicht schon gehört, aber es sind ja auch einige Zuschauer jetzt hier von dir, die vielleicht meinen Kanal noch nicht kennen. Deswegen erzähle ich das nochmal kurz. Wir haben eigentlich... Wie heißt denn dein Kanal noch einmal genau? Chris Thailand.
Genau, so sieht es aus. Ganz, ganz toller Kanal. Also wie gesagt, schaut da mal rein, wenn ihr Informationen über Thailand braucht. Da seid ihr absolut gut aufgehoben. Und ja, das kurz und knapp, ich habe eigentlich Nonstop-Flüge gebucht, extra von Frankfurt nach Bangkok im November, wo das Test-and-Go-Verfahren gerade gültig war und das lief auch ganz normal. Und ich dachte, ja gut, fährst du halt nach Frankfurt, wir sind ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ist ein bisschen Autofahrt, aber ist ja alles machbar. Naja, auf jeden Fall hat Thai Airways sich dann, nochmal vorab, Test-and-Go wurde dann kurz vor Weihnachten wieder eingestellt. Und Thai Airways hat sich dann auch dazu entschieden, die Flüge umzuändern, dass man Frankfurt, Phuket, Bangkok fliegt. Also nicht mehr nonstop. Ja, und Test and Go war eingestellt. Und dann waren wir überlegen, ja, sollen wir jetzt hier eine Woche in Bangkok ins Hotel oder was? Ne? Nee, das war auch Mist. Und dann haben wir versucht, Telefonitis hier in Deutschland mal einen von Thai Airways zu erreichen. Natürlich keinen erreicht. Ne? Und dann hat meine Frau über irgendwie Ecken mit Thai Airways in Thailand telefoniert. Und somit konnten wir die Flüge dann umbuchen, dass wir in Phuket oder auf Phuket aussteigen und nicht weiter bis nach Bangkok fliegen. Und somit sind wir dann auch in der Sandbox gelandet. Das führte eins zum anderen. Also wir hatten eigentlich nie vor, über die Sandbox nach Thailand einzureisen, aber das waren dann die Umstände. Test and Go war eingestellt. Eine Woche Hotelquarantäne wollten wir dann auch nicht so richtig. Und der Flug hat sich ja eh geändert. Das ist wie so eine Fügung. Und dann hat sich das ergeben, dass wir ja die Phuket Sandbox angetreten sind und das erste Mal auf Phuket waren. Wie lange wart ihr dann insgesamt auf Phuket? Genau eine Woche. Also wir haben dann auch wirklich, wir sind Sonntagmorgen angekommen und Sonntagmorgens um, ja, weiß ich nicht, 10 Uhr oder 11 Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau, sind wir dann auch direkt mit einem Flieger, was war das denn, Thai Smile, glaube ich, mit Gepäck und alles dann ab nach zum Suvarnabhumi Airport. Berichtige mich, wenn ich die Information falsch wahrgenommen habe, aber du bist jetzt nicht so der riesen Phuket-Fan. Also du hast andere Ecken in Thailand, die dir lieber sind, oder? Ja, die mir lieber sind auf jeden Fall. Ich habe es schon mal erwähnt, nicht jetzt hier bei dir im Video, aber an anderer Stelle. Ich habe absolut nichts gegen Phuket. Phuket ist ein sehr schöner Ort, hat sehr viele schöne Orte selber auch. Man kann sehr viel sehen, sehr viel erleben, sehr viel Unternehmungen machen etc. Und die Aussicht war auch einfach geil. Also der Meerblick, wir hatten ein Zimmer direkt mit Ocean View, tippitoppi. Aber es ist halt einfach nicht mein Place to be. Gibt viele schöne Orte auf der Welt, aber Phuket ist halt nicht, wo ich sage, ja, da komme ich jetzt aber demnächst wieder. Ist halt so. Ne? Also du kennst das ja wahrscheinlich selber. Es gibt halt Orte, die sind schön und da war man dann auch mal, aber man will halt woanders hin. Einer davon ist Phuket für mich. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich mag das hier sehr, sehr gut. Hat aber auch so ein bisschen vielleicht, ich habe es dir im Vorgespräch ja erzählt, ich habe ja auch 17 Jahre lang auf Mallorca gelebt und bin so ein bisschen der Inseltyp. Ich mag das und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Wobei die Preise hier in Phuket im Vergleich zu Rest Thailand war ja auch so ein bisschen unterwegs, wenn man jetzt mal Pattaya ausnimmt, hier schon extrem. Ja, vielleicht jetzt nicht extrem hoch sind, ist vielleicht falsch formuliert, aber das hat hier schon ganz schön angezogen. Ich habe das auch in dem einen oder anderen Video vorab schon mal erwähnt. Diejenigen, die meinen, hier in Thailand bekommst du alles für kleines Geld hinterhergeschmissen, das ist nicht der Fall. Also gerade hier in Phuket, wenn du halbwegs normal gut essen gehen willst, also jetzt nicht Streetfood, sondern dann auch mal in ein Restaurant gehst und da legst du dann im Prinzip, also ich weiß gar nicht, ob da so viel Unterschied jetzt zu Deutschland ist. Wie hast denn du das im Phuket und dann auch auf den anderen Stationen, wo du noch unterwegs warst, hier wahrgenommen? Sind die Preise hier, haben die angezogen? Kurze Frage nochmal vorab, Pico. In welchem Stadtteil wohnst du denn auf Phuket? Kamala. Aha, okay, cool. Ja, wie habe ich das wahrgenommen? Also ich bin auf jeden Fall auch ein bisschen verwöhnter. Du sagtest jetzt gerade Pattaya zum Beispiel ausgenommen so ein bisschen. Also wir sind halt auch regelmäßig in Pattaya, wir sind viel im Isan und zwischendurch gibt es halt auch nochmal andere Stationen, die wir dann mal so besuchen für ein paar Tage. Also ein bisschen was von Thailand habe ich jetzt auch gesehen. Nicht alles, bei weitem nicht alles. Aber einen kleinen Vergleich kann ich da auf jeden Fall anstellen. Und ich sage auch direkt vorab, bevor jetzt einer schreibt, wenn du keine Kohle hast, flieg nicht nach Thailand oder so. Ich bin kein Geizhals oder sonst was. Allerdings, wenn man Vergleiche hat und wenn ich mir dann jetzt Phuket angeguckt habe für kleine Strecken als Beispiel, Transport, Tuk-Tuk. Grundsätzlich wurde dafür jeden popeligen Weg 200 Baht verlangt. Macht mir nichts, das bringt mich auch nicht um.
Aber ich kenne halt den direkten Vergleich, wie weit man mit 200 Watt zum Beispiel im Koh Rat fahren kann oder in Pattaya fahren kann, teilweise auch in Bangkok fahren kann oder sonst wo im Isan. Da fahre ich minutenlang, kilometerlang und ja, das ist mir sofort aufgefallen. Patong halt nur die Straße runter, 200 Watt, ne? Das ist so. Und alles andere habe ich jetzt eigentlich als okay wahrgenommen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so geguckt gehabt, ob jetzt hier das Restaurant 10 Baht billiger war oder auch nicht. Man muss ja auch immer ein bisschen gucken, welche Location ist man gerade. Wenn ich direkt am Meer esse, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Ganze ein paar Baht mehr kostet, ne? Also ich muss jetzt da auch nochmal, also wie gesagt, ich habe auch kein Problem, ich zahle auch lieber 2, 3 Euro oder 2, 300 Baht mehr und habe ein vernünftiges Essen auf dem Teller. Mir ging es jetzt eigentlich mehr darum, um zum einen mal so deine Erfahrungen da eben mal zu erfahren und eben diese Denkweise, ne, von den Menschen, die in Deutschland leben und sagen, Mensch, ja, nach Thailand, da können wir rüber, da kriegst du alles hinterhergeschmissen, dass das eben nicht so ist. Ne? Wir wollen ja auch informieren, aber ich denke, auch in Deutschland, wenn du ein vernünftiges Stück Fleisch haben willst oder ein gutes, ordentliches Essen haben willst, da legst du ja auch gerne mal ein bisschen mehr hin und gehst jetzt nicht irgendwie in die Imbissbude um die Ecke jeden Tag. Also ich meine, das ist ja irgendwie auch klar. Total, bin ich ganz bei dir. Und du weißt vielleicht, dass ich ja auch die Facebook-Gruppe betreibe, Thailand, Tipps, Bilder, Neuigkeiten und Erfahrungen. Oder zumindest vielleicht in der Reihenfolge weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall mache ich das ja auch schon seit über 7 Jahren. Und da ploppen, also jetzt in den letzten 2 Jahren eher weniger, aber da ploppen auch immer wieder Diskussionen, Preisdiskussionen auf. Und ja, da ist halt jeder auch anders, ne? Also was für den einen viel ist, ist für den anderen wenig und was für den anderen schön ist, ist für den anderen nicht schön. Da muss man natürlich auch ein bisschen abwiegen können und man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, das ist so richtig, das ist so falsch. Was der eine sagt, boah, was regst du? Einer schreibt bestimmt gleich in die Kommentare, also müsste jetzt nicht machen, aber der Chris regt sich schon für 200 Watt für ein Tuk-Tuk auf. Habe ich ja so nie gesagt. Ne, also, aber für den einen ist das okay. Und der andere sagt, naja, für thailändische Verhältnisse ist es doch schon ein bisschen sehr hoch angesetzt. Man muss sich aber halt vor Augen halten, Phuket ist eine touristische Insel. Da sind gewisse Strukturen auch am Herrschen und es ist halt auch schwierig, da ein bisschen gegen anzukommen. Und ja, aber erste Wahrnehmung, Phuket doch auf jeden Fall ein bisschen expensive. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen, der Tourismus ist hier natürlich auch nicht gerade jetzt nicht Hochkonjunktur, sind Menschen hier, aber im Vergleich zu vor Covid natürlich auch viel, viel weniger. Und Leute hier müssen auch Geld verdienen. Ne? Und demzufolge, da sehe ich auch so ein bisschen die thailändische Regierung mit Fehlern behaftet. Heute Thailand-Pass, dann wieder Sandbox, dann wieder nur bis zum 15. den Thailand-Pass. Also dieses Hin und Her, rauf und runter, hat natürlich auch viele, viele Leute vielleicht dann, die relativ kurzfristig auch eine Entscheidung treffen mussten, dann einfach auch in andere Länder getrieben. Und das letztendlich spürt natürlich auch die Einheimischen, die hier leben, die Gastronomie, Restaurants und so weiter haben, die vom Tourismus leben. Und dass die dann natürlich auch mal ein paar Baht oder ein paar Euro anziehen müssen, um dann einfach auch zu überleben, das ist ja auch vollkommen klar. Da bin ich ganz bei dir, Pico. Aber so viel zum Thema Geld haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich besprochen. Verrätst uns mal, was deine Lieblingsecken in Thailand sind? Muss man denn, oder was muss man denn unbedingt gesehen haben, nachdem man Phuket bereist hat? Pattaya. Nein, einfach nur, um die Diskussion ein bisschen anzuheizen. Nein, Spaß. Ja, Phuket, top, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, ist ein schöner Ort, halt nur nicht mein Ort. Mir persönlich gefällt wirklich, ja, Pattaya gefällt mir einfach gut aus verschiedensten Gründen. Der Isan, die Heimat meiner Ehefrau, gefällt mir sehr gut, auch aus verschiedensten Gründen. Nur mal da ein Beispiel zu nennen. Wenn wir in den Isan fahren, dann ist das für mich zum Runterkommen. Da kann ich wirklich entspannen, da kann ich gut essen, da kann ich relaxen und auch viel zu sehen. Anders halt, als man das vielleicht jetzt von, ja, weiß ich nicht, Koh Chang kennt oder Koh Phangan oder so. Es ist anders, aber es ist durchaus schön, es gibt durchaus viel zu sehen und es läuft alles eine Spur ruhiger. Und
Kabi gefällt mir sehr gut. Nur noch mal so noch angemerkt, Aonang, wir waren mal vor ein paar Jahren in Aonang und weiß ich nicht warum, die Beach Road irgendwie und die Berge, der Ausblick dort, die Aussichten hat uns wirklich sehr gut gefallen. Aber Pico, lass mich kurz fragen, was hat dich überhaupt nach Phuket getrieben? Ich muss ja gestehen, ich habe mir noch nicht ganz so viel von deinen Videos und deiner Geschichte jetzt so 100.000% mitbekommen, aber warum ausgerechnet Phuket? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe auch früher mal die Frage bekommen, warum unbedingt Mallorca und so. Ich kann es dir nicht sagen. Phuket war, also ich kenne auch Pattaya, wovon du ja schwärmst. Und ich glaube, mein erster Urlaub hier in Thailand war vor circa 20 Jahren über Bangkok nach Koh Samui. Und glaube, oder ist schon 25 Jahre her, ich kann es ja gar nicht. Kann es ja gar nicht genau sagen. Hat mir nicht gefallen. Damals war überhaupt nicht meine Welt. Ich hatte da irgendwie auch auf Mallorca gelebt und auf Mallorca ist in den Wintermonaten tote Hose und habe da natürlich auch ein bisschen den einen oder anderen Freund, der Gastronomie auch auf Mallorca betrieben hat, der dann im Winter meistens, ja, manche sind nach Deutschland zurück, manche sind was weiß ich wohin, aber der ein oder andere aus meinem Freundeskreis ist dann eben nach Thailand und dann bin ich einfach mal mit einem mitgeflogen und bin dann in Koh Samui rausgekommen und wie gesagt, wollte da irgendwie 3 Wochen bleiben. Nach 2 Tagen bin ich wieder nach Hause, nach Spanien geflogen, war überhaupt nicht meins, war dann eigentlich auch mit Thailand durch Okay. und hab dann irgendwie, ja, andere Länder bereist. Bei mir ein Teil meiner Familie lebt in den USA, demzufolge auch so ein, zweimal im Jahr ist das ja eigentlich Pflichtprogramm, dann eben auch die Nichten und die Neffen und die Familie zu besuchen. Und dann irgendwann, ja, habe ich dir, weiß jetzt gar nicht, ob ich es gerade im Video schon gesagt habe oder in unserem Vorgespräch in Nürnberg, wo ich ja ursprünglich herkomme, in Deutschland, ja, doch viele Freunde, die eben auch thailändische Restaurants haben, Thailänder, die aus Thailand eben seit vielen, vielen Jahren in Deutschland leben und da eben ihre Gastronomie betreiben. Und ich mag die thailändische Küche, habe ich immer schon gemocht. Also ich gehe, oder sagen wir mal so, grundsätzlich sehr gern asiatische Küche essen und dann eben auch irgendwann mal so festgestellt, die thailändische Küche, die sagt mir noch mehr zu, ist auch so ein bisschen feiner. Zumindest empfinde ich das so und habe dann eben auch, bin so ein Typ, wenn ich mal an irgendwas gefallen gefunden habe, dann esse ich das so lange, bis es mir zum Hals raushängt. Das ist aktuell Pad Krapau mit Hühnchen. Da kannst du mich früh, mittags und abends damit vollschmeißen und das mache ich dann irgendwie so 2, 3 Monate und dann bin ich irgendwann durch. Ja, keine Ahnung. Und dann bist natürlich auch, um deine Frage zu beantworten, in Kontakt mit den Leuten, ne, mit dem Gastronomen, freundest dich an und so weiter. Und dann auch meine Erfahrungen erzählt, dass ich auf Thailand gar keinen Bock habe und es war vor 20 Jahren so ätzend und so weiter und so weiter. Und dann irgendwie, wie gesagt, kam das so, Mensch, das hat sich da unten auch alles verändert. Vor 20 Jahren kommen wir nicht mit den alten Kamellen und so weiter. Und bin dann irgendwann wieder ins Flugzeug gestiegen, keine Ahnung, wo jetzt da der Gedanke herkam. Bin dann eben nach Phuket geflogen. Eher ein Zufall, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war in Karon. Den ersten Urlaub habe ich in Karon gemacht, beziehungsweise das Hotel war tatsächlich so ein bisschen oberhalb vom Patong. Und war aber dann eigentlich jeden Tag in Caron unterwegs, weil der Gastronom in Deutschland, ich hoffe, ich langweile jetzt die Zuschauer nicht, weil ich so lange ausführe, aber ich will dir deine Frage natürlich auch richtig beantworten, der Gastronom in Deutschland in Caron auch nochmal ein deutsches Lokal hatte. Und witzigerweise in Thailand thailändische Küche und hier in Caron hat er so deutsches Lokal, wo es dann eben auch Schnitzel, Bratwurst und Leberkäse und solche Sachen gibt, hat er gesagt, wenn du die Decke, beziehungsweise wenn du das Thai-Essen mal nicht mehr sehen kannst, dann schau da mal vorbei. So, und so ging das los. Mir hat es hier sehr, sehr gut gefallen. Bin dann wieder zurück nach Deutschland. Ich glaube, es war so Winterzeit. Das Wetter war ätzend, war kaum zurück. Und dann so ein bisschen, keine Ahnung, 2, 3 Wochen später einfach das Gefühl gehabt, die muss nochmal los. Und dann war ich wieder hier. Und dann, ja, dann geht es alles so seinen Gang. Da habe ich einfach gesagt, gefällt mir, fühle mich hier wohl. Hab dann, wie gerade auch schon gesagt, mal Pattaya angesteuert. Und Bangkok sowieso, klar.
Aber Bangkok ist mir zu laut, ist mir zu hektisch. Ich meine, ich komme aus Nürnberg, 500.000 Einwohnerstadt. Selbst das ist mir schon zu hektisch. Also da brauche ich dir als Rheinländer nichts erzählen. Da ist ja weitaus mehr los wie bei uns in Nürnberg. Aber das war mir schon zu viel. Und dann ist Bangkok Ruhrpott, für mich. Ruhrpott. Ruhrpott ist Bangkok für mich natürlich überhaupt gar nicht machbar. Und als Deutscher glaube ich, wenn man nach Thailand geht, will man auch irgendwie ans Meer. Und in Bangkok weißt du ja selbst, da hast du jetzt nicht so das Meer vor der Haustür, wie du dir das dann vielleicht vorstellst. Pattaya fand ich nett, hat was, aber ist irgendwie nicht so meins gewesen. Ja, und dann letztendlich habe ich hier ja den Thomas Moog kennengelernt, der ja eben auch diesen YouTube-Channel hat, der aus meiner Ecke kommt, beziehungsweise vor über 20 Jahren mal in Ansbach, also in der Nähe von Nürnberg, gelebt hat und ein Franke ist, hier verheiratet mit einer Thailänderin und zwei tolle Kinder hat und eben hier seit vielen, vielen Jahren lebt. Und vielleicht so im Hinterkopf ein bisschen, da denkst du gar nicht drüber nach, aber so ein bisschen auch dieses Sicherheitsdenken, ach, da hast du jemand, der kommt aus deiner Region, mit dem kannst du ihn mal so ein bisschen austauschen und bist jetzt nicht ganz so alleine. Ich weiß nicht, ob das der Gedanke war, letztendlich ist es jetzt, ich bin seit 6 Wochen hier, man weiß ja nicht, was kommt, vielleicht packe ich in 2 Monaten wieder zusammen und sage, ich brauche wieder meinen Franken und meinen Nürnberg, aber wie gesagt, die war auch schon sehr, sehr lange in Spanien unterwegs und fühle mich im Moment hier sehr, sehr wohl und ich finde Phuket absolut klasse und kann eigentlich jedem Urlauber oder jedem, der Interesse hat, mal nach Thailand zu kommen und vielleicht noch nicht in Phuket war oder vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, mal ins Ausland zu gehen und länger hier zu bleiben, Phuket nur ans Herz legen. Und ja, das ist eigentlich so die Geschichte, warum ich jetzt letztendlich hier bin, ja. Klasse, also ist alles nachvollziehbar und irgendwie kann ich das auch fühlen. Man hat irgendwo seine Griffe, sag ich mal, in die Erde reingebohrt. Man kennt Leute, man ist ein bisschen verwurzelt dann und ja, dann zieht es einen immer wieder zu so einem Ort. Da kann ich nachvollziehen, bin ich ganz bei dir. Chris, ich würde dich abschließend noch ganz kurz fragen wollen. Ich denke, das ist auch für die Zuschauer dann doch der interessante Part. Würdest du aktuell, ich habe vor 2, 3 Tagen bei Mailand Thailand bei Mario reingeschaut und da hat er im Zuge des Videos irgendwie gesagt, er würde jetzt aktuell nicht unbedingt empfehlen, nach Thailand zu reisen. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, die ist ein bisschen zwiegespalten. Also wir haben halt ja familiäre Gründe auch, warum wir, ich sag mal, ich begleite meine Frau natürlich, im Moment ist es alles nicht so leicht und ich hatte ja auch das Bedürfnis, wieder nach Thailand zu fliegen. Wie gesagt, gerade schon eigentlich unter Test and Go mit Test vor Abflug und Test bei Ankunft, Stand November letztes Jahr. Es ist sehr riskant, das muss jedem klar sein. Ich habe wilde Geschichten bei Facebook gelesen, was alles ist, wenn man positiv getestet wird in Thailand. Kleines Beispiel, da waren ein Ehepaar auf Koh Phangan und die wurden dann da mit Speedbooten abgeholt und in Krankenhäuser gebracht und alle waren sie verkleidet und keiner weiß die Kosten, muss man ins Krankenhaus etc. Plus halt im schlimmsten Fall, wenn du wirklich krank wirst. Es muss jeder selber wissen, es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, dass der Urlaub schneller beendet ist, als man es sich wünscht und anders endet, als man sich das vorstellt. Also dieser Friede, Freude, Eierkuchen, in Anführungszeichen, Urlaub, den man noch vor 2 Jahren hat machen konnte, der ist nicht drin. Ich habe selber gemerkt, kurz vor dem zweiten Test, auf einmal wurde es so, was ist, wenn der doch positiv ist? Wie geht's denn dann weiter? Wo muss ich denn da überhaupt hin? Wo schlafe ich? Was kostet das? Ne? Also auch nicht jede Versicherung deckt alles ab, was da so passieren kann, etc. Und 50-50. Naja, nicht mal. Es ist schwierig. Es ist eine individuelle Frage. Wie ist deine Schmerzgrenze, weißt du? Sagst du, ach ja, ich habe 4 Wochen Urlaub, selbst wenn ich 10 Tage mal irgendwie in Quarantäne müsste, wäre es mir egal, dann mach. Wenn du aber nur 2 Wochen hast und vielleicht mit Kind und Familie anreisen möchtest, das ist ein sehr hohes Risiko, was so eine Reise nach Thailand derzeit mit sich bringt. Komplett abraten würde ich sagen, nein. Komplett raten würde ich es aber auch keinem. Das liegt irgendwo dazwischen. Es ist sehr individuell. Was würdest du denn sagen, Pico?
Ich habe mir weniger Gedanken gemacht, aber bei mir ging es dann ja auch eher mit Sack und Pack und mit allem, was ich mitnehmen wollte. Ich meine, okay, ich habe noch das eine oder andere in Deutschland, was ich jetzt nach und nach auch hier runterbringen muss. Aber bei mir war es, ich habe noch drei Katzen mitgenommen, was ich keinen empfehlen würde. Das war ein Martyrium für die Katzen. Das war nicht toll und es war echt auch schwierig. Aber es ging nicht anders. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen, demzufolge musste ich sie hierher bringen. Drum war dann einfach der Zeitpunkt und Covid musste ich dann letztendlich irgendwie hinbekommen, war ja dann eben auch mit diesem Thailand-Pass, der dann angeblich ja nur noch bis zum 10. war es der Januar, glaube ich, oder? Bis zum 10. Januar, 10. Januar gelten und dann, sollte. Ja. Und mein Flug ging am 12. und dann war ein riesen Warten angesagt. Was entscheidet jetzt dieser Gesundheitsminister hier? Gilt er tatsächlich nur noch bis zum 10. am 12. geben wir einen Flug? Dann wären nämlich alle Genehmigungen und alles, was ich im Vorfeld vorgearbeitet habe, inklusive Katzenquarantäne und alles, was du da so brauchst. Also das war wirklich die Hölle für die Katz im wahrsten Sinne des Wortes gewesen. Darum habe ich nochmal zusätzlich die Sandbox gebucht, um auf jeden Fall hierher zu kommen. Also für mich, ich weiß nicht, ob ich jetzt in der jetzigen Zeit dann eben auch den Urlaub machen würde, weil ich denke, und auch in Asien gibt es doch Länder, wo es einiges einfacher ist, im Moment hinzufliegen und nicht mit so vielen Regeln und Auflagen verbunden wie jetzt eben hier in Thailand. Allerdings, wenn man dann hier ist, angekommen ist und alles gut verlaufen ist, was ich dann auch jedem Urlauber letztendlich wünsche, muss ich sagen, bekommst du hier von Covid nicht wirklich viel mit. Also ich habe gerade in Pattaya, wie ich da gewesen bin, in der Zeit, vor ungefähr, wie gesagt, einem halben Jahr war das, nagel mich jetzt bitte nicht aufs genaue Datum fest, da durftest du nicht im Meer schwimmen. Da musstest du auf der Straße überall rund um die Uhr die ganze Zeit Maske tragen und das bei Temperaturen, wo du wirklich gesagt hast, boah, auch schon in dem einen oder anderen Video erzählt, bin da mit dem Roller gefahren, die Polizei hat mich gestoppt und war nicht ein ganz netter Kerl. Im Nachhinein, am Anfang habe ich gedacht, so grimmig wie der schaut, das wird jetzt nicht billig, natürlich ohne Helm gefahren. Und der hält mich auf und schaut mich dann an und fragt, ob ich weiß, wo man mich anhält. Und dann sage ich, bin dann immer so ein bisschen frech und dann kommt mir gleich einer so, rutscht mir mal so einer durch. Er hat gesagt, na klar, Tourist und kein Helm auf. Und dann schaut er mich an und zieht so die Schultern hoch und sagt, nö. Und dann sage ich, okay, dann weiß ich auch nicht. Sagt er, keine Maske auf. Dann sage ich, Maske. Kein Helm verstehe ich ja noch. Aber keine Maske, alleine auf dem Roller, was soll denn das? So, und dann sagt eben zu mir, ja, Maske ist hier immer Pflicht, auch wenn du mit dem Roller unterwegs bist. Und demzufolge war das eigentlich so, wo ich gemerkt habe, ist schwierig hierher zu kommen, Urlaub zu machen, wenn du hier bei gefühlt 40 Grad und diese Luftfeuchtigkeit hier, das brauche ich dir nicht erzählen, was wir hier für Temperaturen haben, auf der Straße die ganze Zeit mit Maske rumlaufen musst. Also das wäre für mich eher so ein Ausschlusskriterium, hierher zu kommen. Das hat sich allerdings jetzt, und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, verändert. Also zumindest hier in Phuket, wenn sie dich mal stoppen mit dem Roller und du hast den Helm nicht auf, dann fordern sie dich auch auf, dass du die Maske trägst. Die meisten haben hier die Maske, wenn überhaupt, so unterm Kinn hängen, ne? Oder am Hals hängen. Aber so wirklich viele Menschen mit Maske sehe ich hier nicht mehr rumlaufen. Ich würde das so bei 20% vielleicht sehen. Was sich hier eher verändert hat, und das hat mich sehr verwundert, ist, dass selbst 80% der Thailänder mit Helm rumfahren. Also da haben sie so ein bisschen angezogen, aber da schweife ich jetzt ein bisschen ab. Ich glaube, man kann hier Urlaub machen, wenn man es gebucht hat und vor langer, langer Zeit, dann sollte man sich nicht scheuen und den Urlaub auch antreten. Aber jetzt gerade aktuell, und da müssen wir uns vielleicht auch ganz kurz nochmals dem Thema Russland und Ukraine widmen. Ich glaube, dass im Moment so allgemein eine schwierige Zeit ist und vielleicht die Menschen gar nicht so den Gedanken bezüglich Urlaub haben, und wenn der Gedanke da war, den vielleicht auch so ein bisschen verwerfen, weil was da auf Europa, ja vielleicht auf die Welt zukommt, das kann man ja auch alles noch nicht abschätzen, und man kennt die Deutschen, die sind da, haben da ganz, ganz feine Antennen, und ich glaube, gerade im Moment sind viele, viele Menschen aufgeschreckt,
berechtigterweise aufgeschreckt, was in Russland, was in Europa gerade passiert. Und ich weiß nicht, ob im Moment der Zeitpunkt ist, um Urlaub zu machen und die Seele baumeln zu lassen. Ja, bezüglich Reisen und aktuelle Situation, jetzt gerade auch die Kriegssituation, die jetzt hier auch Europa erreicht hat. Reisen nach Thailand ist jetzt kein direkter Zusammenhang natürlich, aber es ist eine Situation, die vielen vielleicht dann auch, wie du schon sagst, aufs Gemüt schlägt, die Antennen schlagen an und viele überlegen sich, jetzt wollen sie wirklich eine Reise antreten oder auch nicht. Es gibt ja auch Flüge, die über Moskau gehen mit Aeroflot oder sonst was und das sind alles Dinge, wie gesagt, ist jetzt auch alles sehr weit hergeholt. Ich glaube auch, dass einfach viele, die derzeit nach Thailand reisen, Touristen sind oder Menschen sind, die Thailand schon kennen. Ich habe den Eindruck zurzeit nicht, dass sehr viele neue Thailand-Urlauber oder derzeit nach Thailand reisen möchten, was ich so wahrnehme. Wie gesagt, ich bin ja bei Facebook da und da sind halt auch immer viele Fragen, alles Mögliche. Auch von Newbies, die überhaupt keine Thailand-Ahnung haben etc. Und diese Fragen sind relativ wenig zurzeit. Also es sind wirklich meist von Leuten, die schon Thailand-Erfahrung haben, die auch ein bisschen abwiegen können, was erwartet mich eventuell vor Ort auf meiner Lieblingsinsel, in meiner Lieblingsstadt oder sonst was. Und ja, allen anderen, wie du auch sagst, die Lage ist ja bedrückend. Ja, die letzten 2 Jahre sowieso, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich hätte ja auch schon letztes Jahr nach Thailand fliegen können, haben wir auch nicht gemacht aus den aktuellen Gründen, die ja immer noch aktuell sind. Und hinzu kommt halt jetzt auch eine Weltpolitik, die sich auch nochmal anspannt. Man kann auch nochmal nach Asien schauen, ohne da jetzt auch ins Detail zu gehen, China etc. Ist komisch alles im Moment. Ist komisch. Sehr viele negative Vibes, die da irgendwie so mitschwimmen, wenn man einmal so locker sagen kann, so locker man das sagen kann. Aber andererseits muss man natürlich auch mal gucken, dass man auch an sich ein bisschen denkt. Und wenn eine Reise nach Thailand jetzt das ist, was dich als Individuum glücklich macht, wenn du noch warten kannst, warte noch ein bisschen. Die Leute vor Ort freuen sich natürlich über jeden Touristen, der kommt. Andererseits, Risiko ist halt für dich auch noch immer da. Und wie gesagt, individuell. Was soll ich sagen? Chris, auf jeden Fall finde ich klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. In Deutschland ist es ja noch sehr früh am Morgen und das am Wochenende. Das ist ja eigentlich dann, zumindest gehen wir von aus, auch die Zeit, die du dann für dich hast und vielleicht nicht wie unter der Woche dauernd in die Arbeit rum bist. Darum weiß ich es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir wiederholen das demnächst mal wieder. Jetzt schauen wir erstmal, ob das bei den Leuten ankommt. Und ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland in den Ruhrpott, also nicht nach Köln, sondern in den Ruhrpott, wo auch immer du da sitzt. Und, ich bin keine Kölner Jungen da. Okay. Und ja, bleibst du, wie du bist und vor allem bleibst du informativ mit deinem Kanal. Den Kanal erwähnen wir dann nochmal unten in der Bio auf jeden Fall, dass dann der ein oder andere vielleicht auch mal auf deinen Kanal stößt. Wobei du hast ja sehr, sehr viele Follower, die deinen Kanal, glaube ich, auch regelmäßig besuchen. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Auf jeden Fall nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank und bis bald mal wieder. Pico, vielen lieben Dank auch für dich, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe auch, dass wir das wiederholen können. Bleib auf jeden Fall gesund. Und wie Pico schon sagt, links unten in der Beschreibung, lasst Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und Grüße nach Phuket.